Wasser ist deswegen eine hervorragende Informationsquelle, weil es, wie alles, was existiert, schwingt. Und Wasser hat zwei Phasen, das Flüssige und die Oberflächen. Und die Oberflächenspannung ist komplett anders wie Wasser, nimmt die Schwingungen auf, speichert sie zusammen mit dem Flüssigen und kann sie über lange, lange Zeit abspeichern und dann wieder hergeben. Also Wasser ist die Informationssubstanz des Lebens, die man im Zellkern gesucht hat, dort nicht finden konnte. Im Wasser ist es gegeben. Die gesundheitsfördernden Eigenschaften von Wasser, die sind ja nicht erst seit Pfarrer Kneipp bekannt, sondern schon immer. Und es ist auch bekannt, Wasser spielt die wesentliche Rolle in allen Mythologien, auch in der Philosophie des antiken Griechenlands. Aus dem Wasser und ins Wasser hinein geht alles Leben zurück wieder. Und heute verstehen wir Wasser viel besser. Wasser ist zweiphasig, es hat einen flüssigen Anteil und es hat die Oberflächenspannung. Und die ist entscheidend. Die ist komplett anders wie das flüssige Wasser. Ja? Und es kommt einfach darauf an, das Wasser so zu gestalten, dass es eben diese Oberflächenspannung, aus der wir Energie beziehen, dass es die auch leicht abgibt. Dazu muss es in idealer Weise zusammengesetzt sein und natürlich leicht basisch sein. Basisch ist das Leben, sauer ist der Tod. Die speziellen Eigenschaften des Mauna-Wai-Systems basieren darauf, dass es einfach der Natur abgeschaut worden ist und das im zweifachen Sinne. Zuerst, wie schaut unser Gewebswasser aus? Wie ist es zusammengesetzt? Wie ist es gepuffert? Welche anderen Eigenschaften hat es? Und dann sind die Japaner auf die Suche gegangen, die das natürlich, diese Grundlagenforschung hier zu gemacht haben, zu schauen, ob ihre Heilquellen, ob die Wasser produzieren, die unserem Gewebswasser ähnlich oder sogar identisch sind. Und das war die richtige Frage, die ans Wasser gestellt worden ist. Die Antwort kam zurück, ja, es ist so. Und diese Heilquellen sind im Mauna-Wai-System nachgebaut worden. Und sie machen exakt das, was Heilquellen auch mit dem Wasser machen. Sie holen Grobsubstanzen raus, die materiellen Informationen, die Informationen in Form von Schwingungszuständen, die auf mehrere wissenschaftliche Art und Weise überprüft und darstellbar ist. Und dann reichern sie das an mit den Substanzen, die das Leben braucht und machen es so bioverfügbar. Es kann also direkt dem Leben dienen und das merkt man direkt, wenn man den Vergleich zu anderen Wassern hat. Es steigert direkt sämtliche Parameter, die messbar sind und auch nicht nur subjektiv die Leistungsfähigkeit. Die Frage, was bedeutet Wasser des Lebens, muss man anders formulieren. Nämlich Wasser ist Leben. Aus dem Wasser kommen durch Prozesse der Selbstorganisation nicht nur die Atome hervor, nicht nur die organischen Moleküle, sondern auch organische Strukturen, wie wir seit langem eigentlich schon wissen. Dessen, was wir die Nukleinsäure nennen. Ja? Und das hat sogar autokatalytische Fähigkeiten und tut die weitere Entwicklung der Strukturen, die wir im Leben sichtbar sehen und greifen und begreifen können, das kommt alles aus dem Wasser hervor. Und da tut sich jetzt gerade sehr viel auf der Szene, weil diese Schicht, die aus dem flüssigen Wasser rauskommt, aber kein Wasser ist, das ist die Oberflächenspannung. Und die ist entscheidend. Diese Membran ist die Ursubstanz des Lebens, sie ist die Bausubstanz, sie ist die Energiesubstanz und sie ist die Informationssubstanz des Lebens. Und wenn man diese Fakten einfach kennt, dann versteht man auch, wie sich das Leben materialisiert, wie wir uns entwickeln, was Gesundheit ist. Und natürlich verstehen wir dann auch die Prozesse, die dazu führen, zu dem, was wir dann Krankheit nennen. Das ist die zentrale Frage. Es war eine Person, eine Mutter, die einen kranken Sohn hatte und der klar geworden ist, der hat nur diese Hautproblematiken nicht, wenn er absolut reines Wasser bekommt. Für sich, für Anwendung und so weiter. Und dadurch war diese Frau auf der Suche nach Quellen für
Wasser, was ihrem Sohn hilft. Und sie war einfach energisch. Er war von der Schulmedizin aufgegeben. Und dieser Frau, der Maria Knoch, haben wir zu verdanken, dass diese Technologie aus Japan hierher kam, dass sie weiterentwickelt worden ist und dass sie gebrauchsfertig ist. Dass man sie für einen wirklich kleinen Preis, den mir bekanntesten, niedrigsten Preis für ein Wassersystem und gleichzeitig das optimalste Wassersystem, das mir nach bestem Wissen bekannt ist, dass wir das zur Verfügung bekommen haben. Und das zeigt mal wieder als ganz wichtiges Beispiel, was einzelne Personen bewirken können. Es ist eigentlich, nicht eigentlich, es ist die Revolution auf dem ganzen Wassermarkt. Definitiv.